Als sie den Auftrag für einen Begleitschutz bekamen, wussten Naruto und seine Shinobi-Freunde gleich, dass es für sie wieder einmal gefährlich werden könnte. Jutsu der Schattendoppelgänger! Die Aufgabe schien einfach: den Prinzen Michiru und seinen Sohn Hikaru samt ihrer Karawane zu schützen und sicher bis in ihre Heimat zu geleiten. Da wussten sie allerdings noch nichts von der Tragödie, die sie zu Hause erwartete. Böse Ninjas und andere mächtige Persönlichkeiten drohten, den König vom Thron zu stürzen. Er lebt nicht mehr. Der König ist tot! Die Mission von Naruto, Sakura, Lee und Kakashi, die anfangs glatt zu verlaufen schien, wurde schnell zu einem Albtraum für die Königsfamilie. Das Leben aller ist bedroht. Wird Naruto die Situation meistern und das Königreich retten? Weißt du was? Ich werde verhindern, dass dir irgendwas Schlimmes passiert. Das verspreche ich. Ja.